Jaro, herzlich willkommen bei Werder Bremen. Was hat den Ausschlag gegeben, für Grün-Weiß zu spielen? Ja, dass jeder weiß in Deutschland, was Werder bedeutet, ist ein großer Verein mit großer Tradition und jeder Spieler muss froh sein, dass er kann hier spielen. Du verfügst mit 36 über unglaublich viel Erfahrung. Wie siehst du deine Rolle innerhalb der Mannschaft? Ja, natürlich, ich will helfen zur Mannschaft, ich will auch verteidigen die anderen Torhüter. Und klar, jedes Spiel will auch spielen. Mit Theo hast du in der Nationalmannschaft gespielt. Hattet ihr vor diesem Wechsel zufälligerweise Kontakt oder gar keinen? Ich habe mit Theo ein bisschen gestern gesprochen, aber er war ganz, ganz busy, weil er ist mit Nationalmannschaft und natürlich ein bisschen haben wir gesprochen. Hat er sich gefreut? Ja, natürlich. Du bist noch ein Jungspund, ne, mit 36. Es gibt einige Torhüter, die haben mit 42 noch gespielt. Toni Schumacher, Uli Stein, auch ein ehemaliger Hamburger. Hast du auch Bock, so lange zu spielen? Puh, Bock ist da, ja, aber ob die Gesundheit oder so, wir müssen sehen, Jahr bei Jahr. Das ist immer schwer zu sagen. Natürlich jetzt, ich habe Bock zum Spielen. Natürlich, das freut mich, dass ich kann noch spielen mit dieser Alter und wie wir denn sein? Dann wünschen wir dir dabei viel Erholung und freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen. Ich lasse ihn noch leben. Ich war ein junger Mann und er wollte unbedingt, dass nach dem Training, dass ich bringe ihm Flanken, obwohl ich wollte auch nach Hause fahren. Nein, ja, natürlich. Wir sehen uns Samstag.